Jetzt gab es eine kurze Unterbrechung beim Stream, obwohl die Qualität weiterhin exzellent sein soll. Mit wem hat Kiana sich denn unterhalten? Oder war es hier die Sonde für Silicius? Bei mir fehlen ja noch zwei Gegner, die ich brauche. So eine Distanz kämpfen zu können. Okay, jetzt sogar für mich ein bisschen weiter gewesen. Also generell auch eine schöne Distanz. Wo müssen wir jetzt dafür zurück? Okay, bis hier hinten hin. Ich werde hier vermutlich auch nicht lebend alleine rauskommen. Also falls die jetzt nicht rausgehen wollen, werde ich ja definitiv porten müssen. Ah, toll, zwischen zwei Droiden durch. Ach, das war ja so klar. Aber er lässt mich ansonsten in Ruhe. Vermutlich einfach bloß, weil er nicht nah genug rankommt. Im Kampf nicht möglich. Ich kämpfe doch nicht. Sonst noch was? Ja, Leute, macht mich nicht nervös. Ja, Silicius hat die Gruppe verlassen. Ich bin aber noch nicht draußen, noch werde ich die Gruppe bestimmt nicht verlassen. Bevor es eine Möglichkeit wäre, fliegt man, wenn ich mich recht entsinne, aus der Instanz raus. Meine feindliche Verstärkung treffen ein. Das ist sehr beruhigend. Mami, die rennen mir immer noch her, hinterher. Na gut, ich werde eh gleich rausgeworfen. Fragt sie bloß, ob ich so lange überlebe. Ey, die laufen einen auch wirklich bis zum Ausgang hinterher. Jetzt wurde die Gruppe aufgelöst. Na, ist in Ordnung. Alles halb so wild. Ich hab's irgendwie überlebt. So, Kalio, bitte zurückkommen. Wir sind wieder unter uns. Was ist los? Und du kannst nochmal versuchen, Metalle zu sammeln. Ich werde mich ganz nach ihren Spezifikationen richten. Während ich hier die... nee, komm, den hier lass nochmal eingeblendet. Dann zeigt er mir an, wann ich zurück muss. Das hier, okay, vermisster Agent, Ende Widerstand, Belagerung, ja, zerstöre den Feind, müsste genau, bei Moranische Waffenfabrik. So, was haben wir denn alles hier in meiner Nähe? Ja. Irgendwelche Bereichsquests, das sind glaube ich die Türme. Die hatte ich ja schon auf dem Herweg gesehen, weil die so schön blau geleuchtet haben. Und zum Teil von anderen schon zerlegt worden sind. Sehr schön. Getresster Armschutz, okay. Ausdauerlist. Ja, der ist ein bisschen besser als das, was ich anhabe. Nehmen wir also gerne mit.
Die alten können wir mal zerlegen. So. Oh, das ist aber nett. Okay. 5 brauchen wir noch. Und wir müssen relativ dicht dran an die Dinger. In der Meinung, die waren eben noch nicht da. Und noch einer. Also entweder das oder ich war mal wieder zu fokussiert auf andere Sachen. So, 4 Stück. Das sollte auch einfach sein. Feldqualität hat mehr ausschalten. Wie zahlt denn Leute noch? Falls dazu kommen sollte, versteht sich. Toll. Danke. Bin ich extra hierher gerannt. Ja, aber so spielt das Leben. Hier ist noch irgendwas zum Zerlegen. Ach, was ist denn? Ich habe das Gefühl. Die geht in die Richtung, also werde ich mal in die hier wieder gehen. Die Türme auf der Seite auszuschalten. Artillerie-Droiden muss ich auch noch finden und ausschalten. Sind hier aber irgendwo mit im Gebiet. Ich vermute, das war es so ein großer dann jeweils. Da werde ich mich also zwangsweise mit den gelben anlegen müssen. Ja. Das ist so einer. Aber die halten zum Glück relativ wenig aus. Ah, ich habe auch noch nicht mein Level geholt. So, gibt es hier eigentlich? Nein, hier gibt es gar nichts. Und das hier gab es auf Level 20. Hinterhalt ignoriert 20% der feindlichen Rüstung. Nice. Hinterhalt nutze ich ja durchaus gerne. War so schon mal ein Killer, aber jetzt ist das Ding ja noch um einiges heftiger. So, und jetzt hole ich mir endlich mal mein Level ab. Verschanzen. Du verschanzt dich in Deckung und wirst immun gegen alle Kontrolleffekte. Schutz wird dir nur in Deckung gewährt. Hält 20 Sekunden lang an. Aber 20 Sekunden sind in so einem Kampf ziemlich viel. Kann auch nur in Deckung angewendet werden. Das heißt, ja genau. Dann bringt mir das auf der Leiste gar nichts. Imperialer Agent hat ansonsten nichts weiter. Ist in Ordnung. Hat 20 Sekunden lang immun gegen alle Kontrolleffekte. Das ist relativ lang. Und es gibt hier einige Gegner, die das Ganze durchaus vermehrt einsetzen. Und dann bringt das dann so richtig was. So, von denen haben wir jetzt auch 2 ausgeschaltet. Sehr schön, damit haben wir die Bonusziele erfüllt. Und ich muss noch 6 der Türme ausschalten. Und wie gesagt, da wird es mir nicht leicht gemacht. Ich hab hier ein kleines Geschenk. Und noch einer. So, hier ist irgendetwas. Ah, da, das Wrack. Da ist ein Turm, da ist ein Turm. Hoffentlich wird der mir nicht wieder weggenommen. Irgendwo eine Anzeige zum. Nö, habe ich mich geirrt.
dachte dabei, es ist eine Anzeige, um zu plündern. Stehst du so alleine? Drei, dann kommt der als Vierter. So. Jo, wir sind hinüber. Das sind zwei normale und mehr stehen da nicht. Das soll ausreichen. Autsch. Der fünfte da hinten. Jetzt könnte man richtig schön der Reihe nach abräumen, so wie es sein soll. Dann kann man das nächste festlegen. Es geht heute so richtig schön alles hintereinander weg. Mit minimalen Rückschlägen, die Türme werden mir von der Nase zerstört. Okay, das ich muss mich selbst übertroffen haben. Das ich denke, dass ich sehr zufrieden sein werde. Linie. So. Du stellst mal wieder ich werde mich Ding ganz her. Nach ihren Spezifikationen richten. Also ich brauche 140 für die nächsten Rezepte, zumindest für die, die ich lernen kann direkt. Ballistik-Schild, oder kann man da noch irgendwas lernen? Wir wollen ja eher die Mobilitätsgürtel und da fehlt... Die Leitfußmittel fehlt schon wieder? Das ist jetzt eben alles hiermit verbraucht? Ups. Naja. Leitfußmittel kommt und geht. Und da hole ich mir bei Gelegenheit wieder ein neues. Gleich, wenn er wiederkommt. So ist fein. Hier einmal runter. Irgendwelche interne Sensoren und abgeschaltete Droiden. Und ich sah auch allgemein in die Waffenfabrik. Hier. Ah, okay, da ist der Gen. Das heißt, erstmal in diese Richtung. Nein, erstmal in diese Richtung. Ups, da sind ja. Da stehen ja welche. So, dich stellen wir mal ruhig. Dann kannst du nämlich hier rein, theoretisch, wenn ich da irgendwie das ansetzen muss. Sehr schön. Aber ich werde mich jetzt auf keine Kämpfe mit dem einlassen. Ach, na toll. Kaliu bewegt sich nicht. Also doch kämpfen. Abgeschossen, das Chaos regiert. Ah. Noch mehr mit ihr gekillt. Das geht so weiter und weiter und weiter. Dich lassen wir mal in Ruhe. Okay, die lassen sich in Ruhe. Dabei wollte ich den ausnahmsweise nichts antun. Aber die kapieren es einfach nicht. Die suchen trotzdem Streit. Oh. Amy Pond. Vielleicht sagt euch der Name ja was. Das sieht so aus, als ob ich da noch ganz oben rauf muss.
Und noch einer. Okay. Ach, Himmel, du wirst mir im Weg sein. Ja. Ja, okay, oder auch nicht. Alles halb so wild, alles halb so wild. Okay, die stehen dort, das ist, stehen so gut. Die stehen hier, das ist nicht so gut. So, da ist Agent Welt. Halt! Nein, wartet! Wächter 8 hat mich über euch informiert. Die Mission ist in Gefahr und ich brauche eure Hilfe. Ich muss Landecode-Zylinder von republikanischen Offizieren auf dem Landefeld sammeln. Leider werden die sie mit Sicherheit nicht kampflos hergeben. Ich habe die Ziele bereits identifiziert. Ich brauche euch, damit ihr sie ausschaltet und die Code-Zylinder zu Wächter 8 zurückbringt. Ich nehme an, dass ihr nicht vorhabt, hier herumzusitzen, während jemand anderes eure Aufgabe erfüllt. Ich werde meine Aufklärungsmission für Wächter 8 zu Ende führen, die geheim ist. Ihr versteht. Wenn ihr die Zylinder habt, bringt ein paar Sprengladungen an den Schiffen am Boden an. Ich brauche Ablenkung für die kritische Phase meiner Mission. Ich dachte eigentlich, der imperiale Geheimdienst wäre etwas umsichtiger. Die Zeit für Eleganz ist schon lange vorbei. Das sollten genug Sprengladungen sein. Ich weiß, dass Wächter 8 euren Fähigkeiten vertraut hat. Aber seid vorsichtig. Ja, ich habe mal zwischendurch geguckt, wie lange ich jetzt ungefähr am Stream bin. Das sind, boah, grob über den Daumen gepeilt, 1,5 Stunden. Ich habe seit heute Mittag nichts mehr gegessen. Ich bin dementsprechend natürlich etwas hungrig. Und werde jetzt den Stream entsprechend beenden. Ich denke, bei so diesen über den Daumen gepeilt 1,5 Stunden werde ich 3 Folgen rausbekommen. Und ich hoffe, das reicht euch dann auch erstmal für die nächsten 3 Tage. Werde natürlich versuchen, genug auch dann mal wieder erneut zu streamen und aufzunehmen, dass ich auch immer genug Content für euch parat habe und damit möglichst keine Lücken bei entstehen. Ich denke trotzdem, dass ich irgendwann auf Dauer dazu übergehen werde, dann, wenn ich mehr verschiedene Sachen mache, dass dann diverse Serien auch, ich muss auch eventuell alle 2 Tage und nicht mehr täglich kommen, damit einfach auch ich ein bisschen mehr Abwechslung habe. Denn ich möchte natürlich auch ein bisschen Abwechslung spielen und momentan spiele ich recht häufig fast nur noch fürs Aufnehmen. Und wenn man dann hauptsächlich 2 Spiele spielt, ist das so ein bisschen ja, langweilig auf Dauer. Gerade bei uns, dann halt solche langen Spiele sind, wo man ja eigentlich seine ganze Freizeit für drauf gibt. Die Spiele machen Spaß, habe ich überhaupt nichts gegen. Aber die Abwechslung fehlt ein bisschen. Und ich kenne mich, wenn ich die Spiele zu lange am Stück spiele, dann ja, kann man das regelrecht als Burnout bezeichnen. Dann brauche ich wirklich eine recht lange Pause von teilweise mehreren Monaten, bevor ich die Spiele wieder anfasse. Und das möchte ich euch natürlich auch nicht antun. Dann lieber in entsprechenden Brocken und versuchen dann auch mal ein Wochenende vielleicht längere Zeit ein Spiel aufzunehmen. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn sich das irgendwie ergibt, dass man mit Leuten von euch dann sich am Sonntag meinetwegen zusammensetzt. Ich liefere Ihnen etwas, und das alle Erwartungen am Sonntag dann sollte. Gemeinsam. Wir haben nichts anderes verdient. Ja, Star Wars spielt. Dann halt als Vierergruppe unterwegs ist und so auch durchaus etwas schneller, etwas mehr Content zusammenbekommt. Und das Ganze natürlich etwas motivierender ist, wenn man zusammen unterwegs ist. Ja, ansonsten, wie immer, falls ihr Fragen und Anregungen habt, ich weiß, einer von euch hat da was. Ich hoffe, er meldet sich oder hat sich, bis das Video jetzt draußen ist, gemeldet gehabt. Fragen, Kommentare, Anregungen, einfach unter das YouTube-Video und bis dahin, euer China Tiger.